So, hi, wir wollen jetzt noch eine weitere Aufgabe rechnen und zwar wollen wir zwei Zahlen voneinander abziehen. Wir wollen einmal die 6798 und davon abziehen wollen wir die 3359. So, und bevor wir jetzt hier loslegen, normalerweise legen wir direkt los, müssen wir erstmal schauen, können wir das denn überhaupt so einfach machen? Und dazu schauen wir uns ja die Zahlen in den jeweiligen Stellen an, in der Einer-, Zehner-, Hunderter- und Tausender-Stelle. Und in der Einer sehen wir schon, die 9 ist größer als die 8. Also ich kann nicht so ganz einfach 8 minus 9 rechnen. Dazu muss ich jetzt die Zahlen mal kurz zerlegen und ich zeige euch ganz kurz mal, wie ich das mache. Und später gibt es es auch noch als einfache Variante hier drin. Müssen wir also nicht immer zerlegen, aber wir zerlegen es jetzt mal und schreiben diese Zahl nochmal 9. Also 6798 kann ich ja auch folgendermaßen schreiben. Das ist das gleiche wie hier. Die 6 ist ja auf der Tausenderstelle. Das heißt, das ist eigentlich eine 6000. So, 6000. Das ist 6000. Und die 7, hier, die 7 ist auf der 100er Stelle. Das ist eine 700. So, da steht 6000 plus 700. Und die 9 ist auf der 10er Stelle. Das ist eigentlich eine 90 plus 90. Und die 8 ist auf der 1er Stelle. Das ist tatsächlich auch die 8. So, und das ist genau die gleiche Zahl, nur einfach bisschen auf gebröselt und in einzelne Teile zerlegt, ist aber auch 6798. So, und jetzt schreibe ich die untere Zahl auch nochmal auf. Das ist also hier unten die 3000. Wohlgemerkt, das ist jetzt alles minus. Das sind dann minus 3359, also das ist minus 3000. So, und hier steht eine 3 auf der 100er Stelle, also minus 300. Und auf die 5 steht auf der 10er Stelle, also minus 50. Und die 9 steht auf der 1er. Die schreibe ich einfach drüben rein, minus 9. So, und jetzt kann ich nochmal überlegen, ob ich anfangen kann zu rechnen. Und wie gesagt, 9. 8 minus 9 kann ich leider noch nicht rechnen. Das heißt, so, ich muss mir von der größeren Zahl was ausleihen, vielleicht von der 90 nebendran. Und ich kann mir von der 90 natürlich ganz locker 10 ausleihen. Und wenn ich das mache, ich kann hier quasi einfach 10 ausleihen. So, wenn ich hier 10 ausleihe, dann steht hier keine 90 mehr, sondern steht hier ja eine 80. Das ist jetzt eine 80. Und wenn ich mir 10 ausleihe, kommen bei der 8 10 dazu. Das heißt, anstatt hier eine 8 steht jetzt hier eine 18. So, jetzt habe ich mir 10 ausgeliehen, beziehungsweise die 10 habe ich einfach nur verrutscht von der 10er Stelle auf die 1er Stelle. Das ist der Trick. So, und jetzt habe ich in der 1er Stelle eine Zahl, die ist größer als die 9. Wunderbar. Und jetzt kann ich es abziehen. Das heißt, jetzt kann ich ganz locker rechnen. 18 minus 9 ist 9. Super, ganz easy. Und 80 minus 50 geht auch. Das ist die 30. Übrigens, das ist wohlgemerkt, 18 minus 9 ist ja plus 9. Das heißt, nur dass da keine Verwirrung gibt, das ist eine positive Zahl plus 9. 80 minus 50 ist plus 30. 700, die anderen gehen alle super schön, ganz, ganz leicht. 700 minus 300 ist 400 und zu guter Letzt noch 6000 minus 3000 ist 3000. So, und jetzt habe ich mein Ergebnis. Wie gesagt, ich habe die Zahl ja einfach nur aufgeschlüsselt und verteilt, aber es ist immer noch die gleiche Zahl. 3439 ist das, wenn ich die jetzt zusammenzähle. Ne? So. Nur noch mal ganz kurz hier oben, als ich hier diese 10 ausgeliehen habe. Du hast ja gemerkt, ich habe die 10 nur verrutscht. Die gesamte Zahl, 6789, hat sich aber nicht geändert. Ich habe zwar die 10 von der
Zehnerstelle auf die eine Stelle verrutscht, ist aber immer noch die gleiche Zahl. Also ich habe nichts insgesamt an dem Zahlenwert geändert und das ist auch ganz wichtig und das ist auch okay so. Das heißt, das darf man wirklich machen. So, das heißt aber nicht, dass ihr jedes Mal die Zahlen hier so komplett aufschreiben müsst. Es geht auch ganz einfach. Das kannst du auch hier direkt in diesem tabellarischen Listenform machen. Ich schreibe es nochmal unten drunter hin, damit man es besser lesen kann. So 7.6798 minus 3.359. So, und jetzt gehe ich einfach so folgendermaßen fort. Also die 8 minus 9 geht im Moment noch nicht. Das heißt, ich muss von der 9 1 ausleihen. Das heißt, da steht hier dann eine 8 und hier steht eine 18. So einfach kann ich es auch direkt drüber schreiben und dann kann ich anfangen zu rechnen. 18 minus 9 ist 9, 8 minus 5 ist 3, 7 minus 3 ist 4 und 6 minus 3 ist 3. Das seht also, ist das gleiche Ergebnis und somit passt es. Okay, ich hoffe, das passt für euch so und das versteht ihr gut. Viel Spaß dabei. Tschüss.